Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen zu einem kleinen Anleitungsvideo über Bommel oder Pompoms, also diese runden Dinger, die hinten an Mützen drankommen. Und ich hatte das letzte Woche einmal kurz und schnell gezeigt, so am Ende des Videos. Heute zeige ich euch das Ganze nochmal ausführlich. Es gab da ein paar Fragen zu in den Kommentaren und ich dachte, ja, mache ich einfach nochmal ein Video darüber. Das hier ist das Hilfsmittel, was ich letzte Woche benutzt habe. Heute habe ich das Ganze hier nochmal ein bisschen kleiner. Das sind einfach Pappstreifen, die ich von Kartons abgeschnitten habe. Es ist immer wichtig, dass die so ein bisschen stabiler sind. Also nicht unbedingt Papier verwenden, sondern ruhig ein bisschen stabilere Pappe von irgendwelchen Verpackungen. So, dieser Abstand hier, durch den hier schon einmal der Schlitz durchgeht, ist die Größe, die der Bommel nachher hat. Um diese Höhe wird die Wolle rumgewickelt. Hier ist das Ganze ein bisschen kleiner und hier schneide ich jetzt auch einmal so eine Einkerbung rein. So. Ihr seht also, man kann die Bommel in ganz verschiedenen Größen machen. Bei dieser Methode ist es übrigens so, dass ihr diese Hilfsmittel wiederverwenden könnt. Die werden nicht kaputt geschnitten. Es gibt ja auch die Methode, dass man es mit Kreisen macht und die dann eingeschnitten werden. Aber das ist hier nicht notwendig. Und ich habe hier einen Streifen Wolle schon mal, mit dem das Ganze nachher zusammengebunden wird. Da habe ich extra eine andere Farbe gewählt als hier die Wolle, damit ich es euch wirklich gut zeigen kann, damit man es gut erkennen kann. Und den lege ich hier jeweils schon mal rein. Schön in den Schlitz hier reinziehen. Den nehme ich gleich und erstmal zeige ich es euch ein bisschen größer. Der wird hier reingelegt und erstmal ignoriert. Jetzt geht es nämlich mit dem Wickeln los. Ja, ich benutze hier diese gelbe Wolle. Das ist diese Boston Mix Wolle. Da hatte ich jetzt noch einen Rest von da. Und es geht los mit dem Wickeln. Einfach immer rum, am besten hier schön an einer Seite beginnen. Und dann immer wickeln, wickeln, wickeln. Dabei möglichst gerade bleiben. Kann das natürlich immer noch ein bisschen nachkorrigieren, zur Seite schieben. Und ich wickel jetzt wirklich, bis ich hier so ein richtig schönes, rundes Pack langsam bekomme. Ich wickel jetzt noch ein bisschen weiter. Je mehr ihr natürlich aufwickelt, desto dichter und flauschiger wird natürlich euer Bommel. So, so langsam reicht es jetzt bei mir. Und ich nehme jetzt den Faden, den ich ja vorher reingelegt habe. Wenn ihr den vergessen habt, das ist eigentlich auch kein Problem. Ihr könnt den natürlich immer noch hier einfach einmal durchziehen, aber vorher ist es natürlich einfacher. Und gehe jetzt hier zur anderen Seite rüber. Hier einmal auch durchziehen. Und dann knote ich beide Enden davon zusammen. Richtig festziehen, also fest wie möglich. Da ist es natürlich immer praktisch, noch eine dritte Hand dabei zu haben, die den Finger drauf hält. Und richtig gut festknoten. Und jetzt wird aufgeschnitten. Ich nehme jetzt meine Schere, gehe hier einmal wirklich direkt an der Pappe entlang und schneide die erste Seite auf.
So, da sind schon mal ganz viele. Und hier kommt jetzt der Rest. Einen habe ich noch nicht erwischt. So, jetzt ist alles freigeschnitten. Die Hälfte des Bommels ist bereit. Und jetzt kommt die andere Hälfte. Und die ist auch aufgeschnitten. Ich schiebe es jetzt zur Seite raus. Also einfach die Pappe zwischen wegziehen. Ich merke gerade, hier hängt sogar der Faden jetzt noch dran. Den auch einmal abschneiden. Und dann forme ich das Ganze so ein bisschen, wie ich es möchte. An einigen Stellen sind die Fäden natürlich ein bisschen enger gedrückt, an einigen ein bisschen lockerer. Grundsätzlich ist das Ganze jetzt natürlich fertig. Ich schneide es jetzt auch noch ein bisschen in Form. Ihr seht so in der Mitte hier, es ist so ein bisschen größer. Daher einfach mal die Schere nehmen, drüber gehen. Ein bisschen kürzen, ein bisschen zurechtschneiden, ganz wie ihr es haben möchtet. So sieht dann der erste fertige Bommel aus. Das Verbindungsgarn hier kann man natürlich auch nehmen, um den Bommel dann an der Mütze anzuknoten. Und ich zeige euch das Ganze jetzt noch in der kleineren Variante. Dafür habe ich ja hier auch schon den Faden reingelegt. Ich nehme wieder die gleiche Wolle und fange wieder an zu wickeln. Hier habe ich das Ganze jetzt noch mal extra dick aufgewickelt und hier auch den Faden einmal rum, oben zusammengeben, knoten. Und es wird wieder aufgeschnitten. Seht, hier poppt es schon auf. Und die zweite Seite. Wieder rausschieben. Und auch wieder zurechtschneiden. Und damit ist dann auch Bommelchen Nummer 2 fertig. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und Spaß gemacht. Die Hilfsmittel natürlich immer gut weglegen, die kann man dann natürlich immer wieder hervorholen, wenn man mal wieder einen Bommel machen möchte. Und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich Daumen nach oben da lassen. Und vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Bei mir findet ihr natürlich auch passende Mützenanleitungen zu den beiden Bommels. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Tschüss!